Herzlich willkommen, verehrteste Zuschauerinnen und verehrte Zuschauer. Es ist soweit, das Gipfeltreffen. Es tagt das Expertenduo, hat die Antworten auf Ihre Fragen. Und zum Beispiel möchte man von uns wissen, es wird ja momentan in den Medien intensiv debattiert über das vermeintliche Versagen der Verantwortlichen bei der Impfstoffbeschaffung. Ich möchte von euch wissen, wenn ihr Impfstoffe hättet beschaffen müssen, welche Fehler hättet ihr dabei gerne gemacht? Welche Fehler wir gerne gemacht hätten? Also ich hätte gerne, wenn ich, also ich wäre losgeschickt worden, ich sollte 8 Millionen Impfdosen holen und ich wäre wiedergekommen mit 8 Millionen Dosen Fanta. Das hätte ich schön gefunden und dann Jens Spahn zu sehen, wie er sagt, nö. Vielleicht hätte er sich aber auch gefreut und hätte gesagt, Mensch, Fanta besser als Buttermilch. No. Wahrscheinlich. Wäre möglich. Also ich muss bei den Dosen immer an Dosen denken. Habe ich bei Dosen total häufig, dass ich bei Dosen an Dosen denken muss. Ganz seltsam. Wenn ich nichts gehabt hätte, hätte ich alles mit japanischem Minzöl abgefüllt. Weißt du? Das ist ja eben so genauso effizient wie keinen Impfstoff haben. Also wie die Jetzt-Situation. Und ich glaube, dass da Nebenwirkungen gewiss gewesen wären. Und das Ganze von dem Impfstoff, der nicht da ist, ja auch nicht behaupten. Ja, dadurch sind die Nebenwirkungen geringer, das muss man sagen. Und die Placebo-Wirkung ist stärker wahrscheinlich. Umso größer. Umso größer. Ich fand es sehr schön, habe ich jetzt unlängst gelesen, dass es zu spontanen Impfungen kam. Weil die Kühlkette irgendwo zerbarst. Mhm. Und da wurde gesagt, jetzt, bevor wir das Zeug jetzt wegkippen als Fischfutter oder so, wurde spontan geimpft. Herbeigeeilte, fußläufig erreichbare wurden. Das ist das Problem. Wenn du so einen Marshallplan hast, wo erst die über 100-Jährigen kommen, dann die Kranken unter 100-Jährigen, dann die und die. Und dann hast du plötzlich, dann hast du einen Leck in der Kühlbox. Und dann stellst du fest, dass wieder alle geimpft worden sind. Der Schornsteinfeger, die Bremer Stadtmusikanten, die Oma von nebenan, ich, du, Müllers Kuh. Ja. Und das ist natürlich genau mein Humor tatsächlich. Aber zu sagen, jetzt muss das weg. Das ist ja wie Reste saufen. Genau. Ja. Das ist ja auch eigentlich der bessere Ansatz, zuerst alle impfen. Denn da sind ja die über 80-Jährigen ja auch mit drin automatisch. Ja, ich würde auch zuerst alle impfen und dann gucken. Genau. Dann gucken, wer fehlt. Ja. Das jetzt mal so als spontaner Denkansatz für die Verantwortlichen in den Führungsetagen. Was will man denn sonst noch von uns heute wissen? Wir sind ja so gespannt, oder? Ja, gewiss. Es gibt eben Menschen, die haben viel und Menschen, die haben wenig. Und die da oben und die da unten, die haben kaum Berührungspunkte. Aber jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Der Chef eines Unternehmens müsste so in einem Jahr immer einen Monat lang den schlecht bezahltesten Job seiner Firma machen. Also euer Intendant müsste, was weiß ich, Kabelhilfe werden. Oder der Hoteldirektor macht die Betten. Oder, was weiß ich, der Kraftwerkschef muss Kohle schaufeln, also ich meine die echte Kohle. Ich habe mich gefragt, wenn man das einführt, würde dadurch die Welt nicht auch besser werden? Ihr habt da bestimmt eine Antwort drauf. Naja, also wenn jetzt der Chef die Arbeit macht des schlecht bezahltesten, das heißt ja dann auch, dass irgendeiner auch die Drecksarbeit vom Chef machen muss. Also dieses Steuerschlupflöcher finden, Preisabsprachen mit der Konkurrenz, Kinderarbeit im Subunternehmen übersehen. Dafür musst du ja auch einen finden. Ja? Und, das stimmt. Mit einer gewissen moralischen Integrität. Ja, und die haben die ja oft nicht, die vorher den schlechtesten Job hatten. Also das wird nicht funktionieren. Stell dir vor, du machst das und dann, du bist Konzernchef und dein Fahrer ist der schlecht bezahlteste. Daraufhin übernimmst du seinen Job, sitzt vorne im Auto, ist aber plötzlich keiner mehr da, der irgendwo hin muss. Stell ich mir auch schwierig vor. Ja. Das wäre ineffektiv. So funktioniert die Planwirtschaft. Ja. Es ist geplant, loszufahren, aber wir fahren trotzdem, selbst wenn keiner mitfährt. Aber tatsächlich wird es ja gemacht. Es gibt kleinere Strukturen, Firmenstrukturen, wo tatsächlich die Chefs und auch alle Leute, die neu einsteigen, immer die Schweinejobs machen müssen. Die Frage ist halt immer, warum gibt es diese Schweinejobs überhaupt? Das muss gemacht werden. Die Arbeit ist kein Frosch, die huppt nie weg. Es war ja für einen Monat gedacht, ne?
Ach so. Und ich stelle mir vor, dass Jeff Bezos, also Chef Bezos, oder der Chef. Der Chef. Chef Bezos. Dass der mir also an der Tür ein Amazon-Päckchen gibt und ich sage, hey Chef, what ist passiert? Mhm. Und er sagt, ja, I make the worst work for one month. Und dann würde ich ihn fragen, ja, would you change the payment for the worst workers because of your experience? Ah, very nice. And here you have some drinking money, und some trinket. I have only Mexican money. Here you have pesos, Jeff Bezos. Sagen, yes, I will, but only for one month. Was heißt das? Also zum Beispiel auf Deutsch? Ja, er würde es genau für einen Monat verbessern, so. In der Zeit, in der er da arbeitet. Ich finde es sowieso ungerecht, dass man das jetzt immer Amazon vorwirft, dass sie jetzt angenommen, glaube ich, ihren Gewinn verdreifacht haben. Denn die haben ja auch mehr Kosten. Bei uns kamen zum Beispiel 7-mal mehr Pakete an. Ich glaube, eigentlich haben sie weniger Gewinn als vorher. Ja. Also zumindest von uns. Also von meiner Carola-Freundin, Frau ja, oder so. Ja. Hm. Also bei uns wird es eigentlich schon so gemacht. Meine Frau ist der Chef und sie muss trotzdem die Drecksarbeit machen. Also wir leben das Modell eigentlich schon, dass sie beides hat. Ja. Ja. Ein Unternehmen lebt ja auch von, wie sag ich mal, von Könnern, von Fachleuten. So. Ja. Und es gibt natürlich immer mehr Fachleute auf speziellen Gebieten. Ja. Aber es fehlen. Leute, die Obst entsteinen, die haben echt Kernkompetenz. Das ist mir gerade erst eingefallen. Aber es ist richtig. Und es führt uns sogar weiter. Denn es fehlen im Endeffekt Universalgelehrte, also die sich in allen Bereichen auskennen. Und da gibt es eigentlich bloß noch uns zwei, finde ich. Stimmt, ja. Deshalb haben wir ja auch die Verantwortung, unser Wissen gerecht unter den Bedürftigen zu verteilen. Mhm. Ja. Moin ihr Lieben, hier ist Janine Ullmann und ich möchte von euch wissen, welches ist die beste Taste an einem Klavier? Könnt ihr das beantworten? Ich denke, das ist Geschmackssache. Taste heißt ja auf Englisch Taste, was Geschmack bedeutet. Mhm. Ja. Es ist also Geschmackssache. Mhm. Und ich denke, die beste Taste ist das hohe C. Da merkt man, dass ihr beide, glaube ich, selber kein Instrument beherrscht. Seid ihr in der Lage, ein Instrument zu streichen, zu blasen oder zu bedienen? Oder ich hupe viel. Oho, hört. Das ist atonal, aber rhythmisch. Ich glaube, wir müssen das ein bisschen versachlichen. Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Es gibt Erhebungen und Wissenschaftler haben herausgefunden, die wichtigste Taste auf dem Klavier ist das Fis. Es ist, glaube ich, auch sogar in der Musikgeschichte der meistgebrauchteste und wichtigste Ton. Also zum Beispiel auch Beethoven, das kennt ihr alle, die 7. Sinfonie von Mozart. Das beginnt mit Fis. Fis, Fis, Fis. Und so lange ist es auch spannend. Ne? Also Fis, Fis, Fis. Und dann kommt ein anderer Ton, geht sofort nach unten und wird langweilig. Also das Fis ist so unter Musikern, so sagen wir das immer, das ist der ungekrönte König der Töne. Das Fis. Und so ein Stück nur mit Fissen? Nur Fisse sind zu langweilig. Also es gibt einen Ton nur mit Fiss, das ist die One-Note-Samba. Die kennt ihr bestimmt auch, dieses... Ja, klar. This is just a One-Note-Samba. Yes, das ist Fiss. Ja. Also enharmonisch verwechselt G und G wiederum enharmonisch verwechselt J. Weil das J zum Beispiel im Gegensatz zum A kaum beachtet ist in der Musik. Mein Nachbar hat eine A-Schwäche. Der ruft immer Fiss, wenn er will, dass sein Köter zubeißt. Ganz schlimm. Bei den Vitaminen ist es auch so. Da ist es ähnlich. Die Vitamine, jedes Vitamin ist ja einem Ton zugeordnet. Vitamin A ist das D auf dem Klavier. Vitamin B ist das G. Und bei Hepatitis ist es in Moll. Also Hepatitis B entspricht auf der Trompete zum Beispiel... Helft mir. Hilft mir. Das P. Es kann nur das P sein, das P. Die Note P. Ja.
Aber ich kann es wirklich mit Sicherheit beantworten. Es ist das FIS. Mein Name ist Elisabeth Otto Picher. Und da hätte ich mal eine Frage. Wozu braucht man eigentlich Dinkel? Also ich kenne das eher aus der Gesellschaftswissenschaft. Es gibt ja den Standesdinkel. Ja. Und da war es so, dass Dinkel halt den oberen Bevölkerungsschichten, den Privilegierten, war. Das stimmt. Und die waren ja recht dankbar dafür. Wie oft haben die Obersten gesungen, Dinkelschön? Ich sag Dinkelschön. Ja. Ich habe da viele VHS-Kassetten gesehen. Das heißt, es war nicht auf VHS, man musste sich die leihen bei der Volkshochschule. Also ich glaube, der liebe Gott hat gesagt, komm, was haben wir? Roggen, Hafer, Weizen, komm, Dinkel, sollen sie selber sehen, was sie damit machen. Ja, man kann es wirklich überall einsetzen. Also zum Beispiel Winterreifen bestehen zu einem hohen Prozentsatz aus Dinkel. Ja. Winterreifen bestehen zu einem hohen Prozentsatz aus Dinkel? Ich halte das für ein Fertiggerücht. Man sieht den teuren, siehst du das wirklich, das fährt sich auch genauso im Prinzip. Ja. Und wenn du dann noch wenn du mit Raps getankt hast und Dinkelreifen fährst, dann. Raps ist amerikanischer Sprechgesang. Ist genau wie Rock'n'Roll. Ja. Ja. Hallo, mein Name ist Ruth Moschner und ich hätte da mal eine Frage. Man liest ja in den Medien immer etwas von diesem Algorithmus, dass der bei Facebook oder bei Instagram gebraucht wird, um zum Beispiel Wahlen zu manipulieren. Ich hätte natürlich auch großes Interesse dran, meinen Erfolg ein bisschen mehr zu pushen und eventuell sogar die Weltherrschaft zu übernehmen. Deshalb meine Frage an euch, kann ich mir denn und wenn ja wie einen Algorithmus selbst basteln? Das ist die Frage, das ist ja generell amerikanisches Prinzip. Damals Steve Gorithmus und sein Bruder Al haben ja bereits in den 40er Jahren festgelegt, ja, wie so ein Ding zu funktionieren hat. Und nach sich haben sie es ja auch benannt, genau wie Hip. Mhm. Das ist einerseits Babynahrung und das Gegenteil von Hip heißt aber trotzdem so, weil der Mann ja so heißt. Der Unterleib, der steht immer in Raps tatsächlich. Klaus Hip, oder? Klaus Hip, Klaus genau. Hip. Das ist richtig geil. So Klaus Hip und dann bam und der trägt so... Korthose. Ja. Das ist genau das, was ich nicht erwarte, wenn der Werbespot kommt. Man hat ja auch früher in der Musik noch unterschieden zwischen Hip-Hop und Alete-Hop. Ja, das stimmt. Das ganz richtig. Stimmt. Aber das hat mich auch tief beeindruckt, als ich das lesen durfte und hören durfte. Dafür bürge ich mit meinem Namen Klaus Hip. Ja, das ist das Problem. Dann sag doch einfach nur, dafür bürge ich mit meinem Namen. Dann ist es doch gut. Ja. Zieh es doch nicht gleich wieder ins Lächerliche. Ja, das stimmt. Dafür bürge ich mit meinem guten Namen. Horst Gandalf Lusebrink. Weißt du so? Varan Katlewski. Und alles ist ad absurdum geführt. Ja, aber zurück zum Algorithmus. Ich muss freiwillig zugeben, das ist ein Metier, das nicht zu meiner Kernkompetenz gehört. Ich weiß, wie diese Algorithmen funktionieren, aber ich würde mich da jetzt zu keiner Empfehlung hinreißen lassen. Ich würde eher an den Algorithmen-Fachhandel verweisen, wenn man einen wirklich guten Algorithmus brauchen will. Also es ist eigentlich nicht schwer. Man empfiehlt Dinge, die irgendwie auf der Hand liegen, die anschließen. Meine Frau geht einkaufen, kauft Käse. Ganz viel Käse, dann schreibe ich ihren Zettel. Leute, die sich für Käse interessieren, interessieren sich auch für Wurst. Mhm. Damit sie mal wieder Wurst kauft, ja? Oder was weiß ich, sie kauft mir ein Hemd. Und ich schreibe Leute, die sich für Hemden interessieren, interessieren sich auch für Bügeleisen, was weiß ich. Mhm. Damit ich auch profitiere am Ende. Die Algorithmen können alles. Die Algorithmen werden uns ersetzen. Man ist ja bis jetzt immer nur ausgegangen, dass die Kinder uns ersetzen. Eines Tages, dass sie uns ablösen, wegschubsen. Aber der Algorithmus wird es sein. Der macht uns Menschen überflüssig. Also euch. Ich dachte immer, Algorithmus wäre, wenn sich Meerespflanzen rhythmisch zur Musik bewegen. Aber das stimmt auch nicht.
Ich verspreche dir die Treue in Gesundheit und Krankheit, in guten und in schlechten Tagen, bis dass der Tod uns scheidet. Das ist das klassische Eheversprechen. Es stammt aus einer Zeit, als die Menschen nur wenig älter als 30 Jahre wurden. Wie könnte man dieses Eheversprechen für die heutige Zeit so modifizieren, dass die Beteiligten nicht gleich abwinken und die Lust verlieren? Na gut, also früher sind die 30 geworden, waren mit 15 verheiratet, waren 15 Jahre verheiratet, waren tot, war ja super. Das heißt, wenn man jetzt mit 30 heiratet, wäre man mit 45, sagen wir mal mit 60, würde ich sagen, dass man dann zu viert heiratet. Also, dass man zu viert heiratet, dass man ein bisschen Auswahl hat. Also dann, und wenn man 75 wird, dass man zu sechs heiratet. Mhm. Nein, ich hab Fragen. Alle. Ich habe einfach alle Fragen. Kannst du dir aussuchen. Ich habe das ganze Modell nicht verstanden. Ist heiraten zeitgemäß? Oder ist es einer dieser archaischen Mittelalterbräuche, um Land untereinander aufzuteilen? Eigentlich heutzutage ist es eher, und da würde ich auch das Korrektiv ansetzen, ich verspreche dir die Treue bis zur Änderung meiner steuerlichen Gesamtsituation. Und du änderst die selber? Oder die werden ja von Führungsgremien geändert. So. Also wenn sich die steuerliche Situation ändert, ändert sich auch die Basis unseres Zusammenlebens. Mhm. Man müsste erst mal wissen, wie sensibel die Parameter eingestellt sind, was eine Änderung bedeutet. Das können ja einschneidende Sachen wie schwere Krankheit sein oder aber auch Wetter. Richtig. Dass man einfach sagt, Alter, wenn es regnet, bin ich weg. Kann ja auch als Beispiel. Also da müsste man sich erst mal einigen auf einem Level, wo man sagt, etwas Eklatantes muss passieren, ne? Und raus. Eklatant wäre zum Beispiel Erdbeben. Dass man sagt, ich bleibe bei dir bis bei Erdbeben. Und wenn du nicht geimpft bist gegen Erdbeben, dann bin ich weg. Oder bei Gewitter, dass man sagt, beim ersten Gewitter. Richtig. Tschüss. Ja. Was also kann man abschließend sagen, tatsächlich, dass. Das wäre zu früh. Du willst. Thorsten möchte abschließen. Nein, ich denke, Leute, die im Knast arbeiten und Leute einsperren, das sind die Leute, die mal abschließend irgendwas sagen. Sowas wie bitte aufräumen, wenn morgen wieder aufgemacht wird. Aber. Am Abend, da singt der, das Wort kann ich nicht mehr benutzen, aber tatsächlich ist es vielleicht so, dass das... Kannst du mir das Wort, das du hier benutzen darfst, ganz leise sagen oder dann aufschreiben nach der Sendung? Mhm. Gut. Ja, aber die Ehe ist ja auch in ihrer Unantastbarkeit, in ihrer Würde deutlich beschnitten. Ja? Also es ist doch heute selbstverständlich, sich scheiden zu lassen. Bei meinen Eltern war das noch anders. Da hat meine Großmutter, oh, wie sie litt. Ja, wie sie sagte, wenn ihr euch scheiden lasst, welche Schande, was sollen die Nachbarn sagen? Böhlerts. Ja? Also, wer spricht heute noch davon? Sondern irgendwie, man verträgt sich nicht mehr, irgendwie jemand baut, begeht einen Fehltritt und schon Abfahrtskunde. Ja? Ein neuer herbei. Schnipp. Ich würde es einfach beschränken auf erst mal 10 Jahre, dass man sagt, komm... Für die nächsten 10 Jahre verspreche ich dir, was du willst, und dann gucken wir noch mal. Nein, ich stelle mir vor, meine Frau übernachtet bei Andreas und ich denke, hä? Und dann gucke ich in den Kalender und denke, ach, gestern waren die 10 Jahre rum, ist doch klar. Meine Frau übernachtet bei Andreas. Das ist ein schwarzes Beispiel. Nein, aber das ist ganz oft... Scheidungsgrund Nummer 1 in Deutschland, die Übernachtung bei Andreas. Die Übernachtung bei Andreas, ja. Einfach, weil das der erste im Alphabet ist. Ne? Da stapeln sich die Leute auch in der Bude jede Nacht. Aber er hat sich damals im Bergischen eine Turnhalle gekauft und schön abgedämmt. Da geht das. Ja. Also, ich weiß keine klare Antwort. Doch, doch, wir haben sehr viele klare Antworten geliefert und man möge ja, sich das Extrakt heraus exzerptieren. Was ist eine kleine Freude? Die kleine Freude ist rein rechnerisch das Gegenteil von einer großen Enttäuschung. Ja. Mhm. Also so könnte man es erstmal einengen. Ja. Ja. Kleine Freude.
Ich glaube, wie der Name schon sagt, es ist jetzt eben nicht das Riesending. Es ist jetzt eben so was Bescheidenes, sag ich mal, eine Orgie eben bloß mit 7 Leuten und nicht mit, wie es ja normalerweise, wie es im Statut steht, mit 25. Oder es ist eben bloß eine kleine Weltreise ohne Lesotho. Sowas. Ja. Wo man sagt, okay, das ist auch schön. Das kam nicht vor. Ja. Was ist eine kleine Freude? Ich glaube, kleine Freuden sind immer kleine Aufmerksamkeiten. Ich persönlich finde ja nichts ekliger als dieses Merci. Weißt du, wo Leute dann dich zum Bahnhof bringen, das ist ja immer dieses, du bist der hellste Punkt meinem Horizont. Dann bringt man den zum überfüllten Bahnhof, der hat schon 18 Koffer und kriegt dann noch so ein DIN A2 große Packung Schokolade unter den Arm geklemmt, wo man sagen wird, was soll ich damit jetzt, du Pillemann? Soll ich mir die vorne in die Hose stecken oder was? Was sind überhaupt Geschmacksrichtungen? Das sind 10.000 Täfelchen, das ist alles dabei. Sucuk, Hühnersuppe, Buchenlaminat, Nougat, Vanille. Was ist das für eine kleine Aufmerksamkeit oder für eine kleine Freude? Und mir hat Gib ihm 10 Euro, soll ein Kotelett kaufen. Ja. Mir hat mal einer ganz enttäuscht berichtet, dass er mehrere Packungen Pralinen gegessen hat und dass er nicht betrunken wurde. Wo ich ihm den Tipp gegeben habe, er muss vorher die Schokolade abmachen. Ja. Es gab auch selten so dreiste Lügen wie edle Tropfen in Nuss. Das ist eine der steilsten Behauptungen überhaupt. Weder ist da was in der Nuss, noch sind da irgendeine edle Tropfen. Was ist das? Eine Samenspende von Nelson Mandela? Das ist Methylalkohol in... Echt. Ekelerregend. Wo waren wir? Kleine Freude. Wenn es diese kleinen Freuden gibt, so wie Merci, warum gibt es nicht auch gegenteilig was? Wieso hat die Industrie noch nicht entdeckt, dass man auch so kleine Beleidigungen einfach mal, auch dass man sagt dazu, mein lieber Nachbar, du bist mir das Ganze hier auf den Sack gegangen, hier ist eine Packung, da habe ich reingekackt. So, einfach, dass man, oder so Kleinigkeiten, weißt du, irgendwie Lakritz, das schon längst gekippt ist, dass man den Leuten einfach mal Sachen schenkt, wo man sagt, hier, das hatte ich noch im Keller. Ja, also dass man es nicht selber im Keller lagern muss, sondern dass man es frisch überlagert im Einzelhandel erwerben kann. Ja, ja. Ich mach das immer mit Lebensmitteln, die abgelaufen sind. Ich gehe zum Nachbarn und sage, herzlich willkommen in der Siedlung. Hier, Brot, Salz, 4 Pizza Quattro Stationi und eine Tüte Pommes. Und er sagt ganz häufig, hör mal, Thorsten, ich wohne seit 7 Jahren hier. Aber trotzdem, ich krieg's in der Regel weg. Da tun sich völlig neue Möglichkeiten auf durch den Verlust des Geschmackssinns bei so einer Covid-Erkrankung. Also meine Freundin hat den Geschmackssinn verloren und da habe ich für sie jeden Abend was Leckeres gekocht. Ja. Aus den überlagerten Sachen eben, die ich auch so im Keller noch gefunden habe. Hat sich ganz toll gefreut, immer. Also das war auch eine kleine Freude, fand ich. Ich habe wochenlang gedacht, ich hätte Covid-19. Dann festgestellt, scheiße, ich esse die ganze Zeit Tofu. Das war schlimm. Ja. Ich war völlig gesund. Vielleicht könnte man es auf den Nenner einigend dahin verbrämen, dass man sagt, die kleine Freude ist das, was in den Kalendern immer drin steht. In welchen Kalendern? Ja, in den Abreißkalendern steht doch immer, was gibt es für eine größere Freude, als wenn nach einem nebeligen Tag die Sonne durch die Wolken bricht. Also eine kleine Freude ist für mich auch, wenn ich jetzt so einen Menschen kenne, vielleicht auch aus der Nachbarschaft, wo ich immer denke, der mag mich nicht und ich habe aber den auch nie angesprochen und dann, und ich habe immer den Moment verpasst und ich denke, und ich bin ihm irgendwie fremd und immer wenn ich dem begegne, ist das unangenehm, wenn so ein Mensch dann plötzlich explodiert. Ja, das ist ein. So eine kleine Freude. Ja. Und dann steht man vor diesem Bärchen. Wo stehen ja eigentlich die Organspende-Container in der Siedlung? Wenn man sie braucht. Die Abstimmungen im Deutschen Bundestag geschehen entweder durch Handzeichen oder durch Aufstehen. Aber es kommt auch manchmal vor, dass man sich nicht ganz einig ist, wie das Ergebnis aussieht. Dann kommt es zum sogenannten Hammelsprung. Das heißt, alle Abgeordneten müssen den Plenarsaal verlassen und dürfen dann durch eine von 3 Türen wieder zurück. Eine Tür heißt Ja, eine Tür heißt Nein
und die andere Tür ist die Enthaltung. Und dabei werden sie gezählt. Ja, Hammelsprung. Ich durfte in meiner 23-jährigen Bundestagstätigkeit viele Hammelsprünge mitmachen. So, jetzt die Frage. Wann darf ein Tier als Hammel bezeichnet werden? Ich habe eine völlig andere Frage vermutet, weil es war eine lange, lange Geschichte. Man Hammelsprung, man kommt durch drei Türen. Und ich habe erwartet, dass sie sowas sagt, wie dass da immer Michael Schanze steht und singt 1, 2 oder 3. Du musst dich entscheiden. Das kennt ihr gar nicht hier, ne? Schade. Wie geht das weiter, das wird der Song? Du musst dich entscheiden, drei Felder sind frei. 1, 2 oder 3, nun hopp oder top, dann ist es vorbei. Ich dachte, das wäre ein Schlager. So, du musst dich entscheiden, er oder ich. So, also so dieses... Das war ich jetzt. Also du warst in der Welt des Quizzes. Nein, Michael Schanze hat das ganz toll gemacht. Das war damals, sonntagnachmittags war das mein größtes Pläsier und da war ich schon in der Berufsschule. Sind es Schäfchens Locken braun, lehnt es am Elektrozaun. Ja, genau. Das ist quasi auch eine durch Menschen herbeigeführt. Man braucht scharfe Scheren zum scharfe Scheren. Wenn ich die See sehe, brauche ich kein Meer mehr. Klassisches. Da kenne ich auch einen. Wenn der Arzt... ja. Naja, wenn der zweimal klingelt oder so. Also ja. Dann. Danke für diese unverfälschte Rohfassung des Gedichts. Das lässt noch Spielraum für Interpretation. Ich wollte nur sagen, dass ich auch was auf der Pfanne habe. Ich kenne auch einen, da sagt der eines meiner, na du hast aber auch lange nicht geduscht. Und dann sagt er, hä, seit wann duschen wir uns? Aber da muss man dabei gewesen sein. Ja. Also ich denke, so ist es auch mit dem Hammel. Wenn du nicht dabei gewesen bist, kannst du es einfach nicht beurteilen. Ja. Und Außenstehende sollten sowieso nicht bewerten. Ich finde, man sollte nicht über Hammel reden, ohne dass ein Hammel dabei ist. Das ist auch diskriminierend. Ja. Ja, der Hammelsprung. Ab wann hat der Mensch das Privileg, ein Tier Hammel nennen zu dürfen? Darf der Mensch überhaupt sich anmaßen, ein Tier zu nennen, wie er es beliebt? Also, das ist eine großartige Frage. Zum Beispiel, wir nennen ja das Mammut, nur der Mensch nennt das Mammut Mammut. Ne? Also bei den Igeln zum Beispiel hieß das Mammut. die Corona-Verordnungen, die uns ja alle betreffen, schreiben ja vor, dass quasi der Mensch nur in limitierter Formation treffbar ist. Also man soll Menschen ja wirklich nur noch aus triftigen Gründen treffen. Welcher Grund ist für euch triftig? Na, schon das Wort triftig, weil in triftig ist ja triftig schon drin. Triftig selber, würde ich sagen. Triftig selbst? Naja, was soll man, was heißt triftig? Triftiger Grund ist, dass man Leute trifft, um denen zu sagen, dass man Leute nicht treffen sollte. Damit man die Botschaft verbreitet. Genau, dass man auch... Da würde ich auch möglichst alle zusammenrufen, damit man nicht so häufig hin muss. Im Vereinsheim sagt alle Vereinsmitglieder... Dass du ruhig die Stadthalle voll machst und den Leuten sagst, Kontaktbeschränkung, das ist nicht unwichtig. Ja. Ich würde sagen... wie immer, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Für mich war dieser Moment vor einigen Tagen. Und deshalb verabschieden wir uns. Wir würden uns sehr freuen, Sie nächste Woche zu gleicher Zeit wieder hier an diesem Sendeplatz begrüßen zu dürfen. Es bedankt sich Johann König, Thorsten Sträter und Olaf Schubert. Auf Wiedersehen.